Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider First Adventures. Ja, schön, oder? Ja, was ist das letzte Mal passiert? Wir sind ja Hochofen der Götter gewesen, sind dann von oben in einen Käfig reingesprungen und dann war der Level zu Ende und haben in der Ferne die Berge gesehen. Und jetzt guckt euch hier mal um. Wir haben hier die Wälder. Und dort hinten, ja, da sind scheinbar auch die Spitzen von irgendwelchen Bergen. Wir sind jetzt hier irgendwie in einem Käfig. Mittendrin, sozusagen. Und, ja, die einzige Erklärung ist eigentlich irgendwie, dass wir beim Sturz was gegen den Kopf bekommen haben und bewusstlos gewesen sind und jetzt hier aufgewacht sind. Ja, irgendjemand hat den Käfig, in dem wir waren, also hat uns entweder rausgezogen und hier reingesteckt oder hat den Käfig verschoben. Und irgendwie fühle ich mich gerade wie Fütterungszeit. Was zur Hölle ist das da draußen? Ja. Es sind, ich sag mal, Bigfoot-Kreaturen. Und sie sind nicht so sonderlich freundlich uns gesonnen. Kannst du das verschieben? Nee, kannst du nur in die andere Richtung verschieben. Ja, wir haben jetzt hier mehrere Möglichkeiten. Wir haben halt hier irgendwie so eine Druckstelle, wo wir wahrscheinlich die Kiste draufschieben können. Und wir haben hier einen tollen Schalter. Ja. Ich verschiebe erstmal diese Kiste in diese Richtung. Und obendrein, was jetzt auch noch merkwürdig ist, hier sind plötzlich lauter Bäume. Ich meine, wir waren ja das letzte Mal bei Eis und Schnee quasi, also mal abgesehen von dem flüssigen Gold. Und da ist das schon alles sehr merkwürdig. Also, ich fand es beim ersten Mal anschauen schon ziemlich faszinierend, muss ich sagen. Und ich habe dann jetzt auch auf irgendeiner so Homepage gelesen, was denn eine schöne Erklärung dafür wäre. Nämlich einfach, also ich meine, die Hitze, die Erdwärme, die das Gold halt zum Schmelzen gebracht hat, ist halt hier auch, also hat das Eis quasi zum Schmelzen gebracht jetzt hier, diesen Region. Und hat scheinbar, ja, den Boden auch mit fruchtbar machen lassen, sodass jetzt hier tatsächlich Wälder wachsen können. Und in diesen Wäldern sind diese Kreaturen zu Hause. Oh mein Gott. Ja, also wie gesagt, wir haben diese zwei Varianten. Ich weiß halt schon, was passiert. Und mit der einen Variante geht halt die Tür auf und mit der anderen geht hier unten die Klappe auf. Und auch wenn. Ach so, ja, wie heißt eigentlich das Level? Also ich meine, ich weiß es schon, aber. Königreich. Ja. Das Königreich der wilden Bestien. Oder auch das Königreich der wilden Götter. Gab es irgendwie mal hier so ein Jugendbuch von Isabel Allende. Hat ja sonst immer sehr viel Serious Stuff geschrieben. Aber da hat sie sich auch mal in Jugendbüchern probiert und es erinnert mich eigentlich stark daran. So, ja, dann fangen wir jetzt mal an und es ist Zeit für die Waffe, auf die ich die ganze Zeit gewartet habe. Anders werden wir mit diesen Viechern nicht fertig. Das klappt doch bisher ganz gut. Mensch, der Trick mit der Kiste gefällt mir gut. Bin ich gar nicht so ohne weiteres drauf gekommen das letzte Mal. Okay, gut. Jetzt ist auch endlich dieses Stampfen und Schnaufen zu Ende. Gott sei Dank. Okay, dann schieben wir jetzt mal noch die Kiste aus dem Weg. Ich hoffe, das geht jetzt noch mit den Viechern da drauf. Schaut sie euch an. Rote Augen. Langes, wildes Fell. Und kräftige Zähne. Ja, die wollen nichts Gutes.
Ja, natürlich geht es noch. Und die Viecher sind gleich unten. Oder? Nee, sie bleiben in der Luft schweben. Na gut. Okay. Wieder mal sehr faszinierende Leichenstarre. Und ich habe irgendwie was gehört. Ja, weil, also ich meine, man hat halt die Wahl, ob man dann jetzt hier rausgeht und sich den Viechern stellt, was wir ja gemacht haben. Oder ob man halt einfach nur diesen Kiste verschiebt und dann halt nach unten geht. Aha. Aber hier liegt halt eine ganze Menge Zeug und das will ich natürlich alles einsammeln. Ach so, hier ist so eine Art Steg in diesen Käfig rein. Habe ich das letzte Mal gar nicht gesehen. Ach, Fackeln, mal wieder. Aha. Und ein kleines Medipack. Ja, ich habe natürlich trotzdem irgendwie bei jedem Mal, wenn ich das Zeug aufnehme, Angst, dass wieder so ein Vieh kommt. Das passiert hier nämlich mal öfters in dem Level. Okay. Jetzt gibt es andere Arten von Höhlenmalerei. Ja, jedenfalls, Bigfoot-Kreaturen. Ich weiß halt nicht, was das... Also, das Plural wäre ja rein theoretisch Big Feet. Aber ich glaube, das hat noch nie jemand irgendwie gebraucht, weil es ja immer nur eine Kreatur gibt in der Legende. Und deswegen finde ich das so ein bisschen komisch und sage lieber Bigfoot-Kreaturen. Oder halt den englischen Namen dann. Ja, es gibt noch einen englischen Namen. Unsinnig, oder? Sasquatches. So, da ist auch noch mal was. Gucken wir uns das mal an. Hier sind überall so kleine, feine Goldadern wieder im Gestein. Also das Gold hat uns noch nicht so ganz verlassen. Aha. Schrotflintenmunition. Ja, ein Großteil davon werden wir jetzt gar nicht mehr so ohne weiteres brauchen. Weil... Ah, da hinten liegt nochmal Munition. Ja, hier ist doch nochmal eine ganze Menge Gold. Ich kann euch schon mal verraten, wenn wir dort hinten sind, steht uns der Levelende, das Levelende kurz bevor. Denn dort hinten geht es dann direkt zum Levelende. Es gibt sogar, glaube ich, hier dann irgendwie eine Möglichkeit, später nochmal hinzukommen. Aber da ist es dann wesentlich schwieriger, sich den Viechern zu stellen, wenn man da dann irgendwo hochklettert. So, dann gucken wir uns noch hier hinten um. Und ich glaube, wenn ich jetzt nochmal den Hebel drücke, in dem Käfig... Oh, ein großes Medipack, sehr schön. Ja, eigentlich sieht das gar nicht aus wie die Inuit-Geister, sondern viel eher wie die Bigfoot-Kreaturen mit Speeren. Also vom Körperbau her. Und was haben wir hier noch für einen Raum? Fuck! So viel dazu. Na komm. Oh, Gott sei Dank. Wow. Ja, ich finde halt diese Waffe wirklich am effektivsten gegen diese Viecher. Weil mit den Pistolen ballert man ja ewig drauf ein. So, speichern. Und ich glaube, den haben wir jetzt alles eingesammelt. Aha. Aber schön, dass die Kamera mir das gezeigt hat, dass dieses Vieh gekommen ist. Weil wenn es plötzlich hinter mir gestanden hätte, das hätte ich nicht so toll gefunden. Okay. Gut, dann haben wir jetzt, glaube ich, alles eingesammelt und dann können wir jetzt nach unten. Achso, den Raum habe ich mir jetzt... ja, ich gucke mir doch noch mal kurz den Raum an, der hinter dem Gitter ist. Bäh. Schrotflintenmunition. An den Raum kann ich mich auch dunkel erinnern.
Ich glaube, da gab es auch irgendein Vieh. Aber ich meine allein schon die Vorstellung, das ist halt auf so einer Alaska-Insel, wo eigentlich, weiß ich nicht, wo das Eismeer ringsrum ist. Und nur Eis und Schnee ist und so eine... Oh, da komme ich gar nicht hoch, okay. Dann müssen wir andersrum hoch. Dass da dann halt in der Mitte von der Insel halt ja so eine Landschaft hier ist, finde ich irgendwie voll toll. Okay. Na dann. What? Scheiße! Fuck! Wo kommst du denn her? Oh Gott. Ja, das meinte ich, liebe Leute. Das meinte ich. Oh Gott. Jetzt aber nichts wie weg hier, bevor noch irgendeiner auf die Idee kommt, hier hinzugehen. So. Ja, das Gold sind wir wirklich noch nicht los. Und ich bilde mir schon wieder ein, was zu hören. Das sieht doch Miami aus. Aber da kommen wir noch nicht so ohne weiteres hin. Tja, offensichtlich ist das jetzt hier alles auch Teil unserer Prüfung. Uns diesen Kreaturen zu stellen. Und da ist schon wieder ein Teich flüssigen Goldes. So. Aha. Schöne Musik. Oh, wir kommen hier doch so ohne weiteres rum. Wow. Einfach nur goldig, oder? Wir sind reich. Wir sind sowas von reich. Ach, da komme ich gar nicht hoch. Na gut. Okay. Ja, dort hinten ist der Ausgang, das weiß ich noch. Also sehen wir mal zu, dass wir hier jetzt irgendwie langkommen. Gibt's hier hinten noch was? Also da hinten zum Beispiel. Das sehen wir von hier aus nicht, na gut. Oh, das war knapp. Okay. Stellt sich natürlich die Frage, ob das denn jetzt hier einfach nur eine große Luftblase im Gold war oder ob irgendjemand tatsächlich diese Tunnel per Hand hier reingemacht hat. Da gibt es jedenfalls Wasser. Ist jetzt bestimmt nicht mehr so eisig kalt. Da, das sieht aus... Ja, da habe ich mich das letzte Mal irgendwie voll abgemüht. Weil ich dachte, es sieht aus wie ein Tor. Aber da kommen wir nicht durch. Da kommen wir zu keinem Zeitpunkt des Spiels durch. Und das fand ich irgendwie schade. Na gut, springen wir mal ins Wasser. Wir haben nämlich eh keine anderen Optionen. Obwohl, was hier hinten? Da geht es auch, glaube ich, nur ins Wasser. Jep. Lara? Na gut, dann halt nicht. Dann halt hier. Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwas Schönes. Hier ist es irgendwie dunkel. Aber da kommen wir auch nicht raus. Deswegen ist es uninteressant. Tja, und da ist der Ausgang.
Und auch hier bei diesem Ding habe ich die ganze Zeit gedacht, Mensch, eine Kiste oder irgendeine Tür. Aber es ist eindimensional. So. Ja, jetzt sind wir hier bei der schönen, tollen Munition. Eins. Zwei. Drei. Wie viel haben wir jetzt eigentlich noch an? Schön, 936. Wunderbar. Das gefällt mir gut. Ja, es wird jetzt auch eigentlich für den ganzen. Halt, Moment, nee, hier. Für den ganzen Level reichen, uns diesen Viechern zu stellen. Aber Schiss habe ich ja trotzdem jedes Mal. Sie sind so groß und sie machen so eklige Geräusche und. Oh, nee. Und das Problem bei dem Maschinengewehr ist, dass halt öfter mal, also Lara muss da halt öfter mal ansetzen, so ähnlich wie bei der Harpune. Und das ist natürlich die Zeit, in der der Gegner nicht direkt vor uns sein sollte. Ja, da hinten liegt tatsächlich noch was. Okay. Stellt sich nur jetzt die Frage, wie wir dorthin kommen. Nee, so meinte ich das eigentlich nicht. Wir machen da jetzt einfach mal einen schrägen Sprung. So, genau. Ja, dann sind wir hier auch, glaube ich, dann sind wir dann in der richtigen Position. Funktionierte das hier nochmal? Ja, wir können auch von dort hinten dort rausspringen. Und dann dort rüber. Und dann müssen wir halt zusehen, dass wir hier auf die hintere Schräge kommen, weil nur dann kommen wir dort vorne hin. Ach ja. Aber erst einmal holen wir uns die Schrotflintenmunition. Wunderbar. Nochmal speichern. Oh, das hat erstaunlich gut geklappt. Und nochmal speichern. Okay. Ja, und jetzt, das ist jetzt gar nicht so schwer von dieser Position aus. Genau.